Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Weaver mit einem neuen Loot Chest Video und ich weiß, es ist eine Weile her, dass es zuletzt eine Loot Chest kam, aber das lag auch daran, dass der Ton wirklich beschissen war, der war im Vergleich zu dieser Qualität her Mist. Deswegen frage ich euch nochmal ganz kurz, wollt ihr die älteren Loot Chest Videos noch sehen oder nicht, weil mir wäre es eigentlich egal, ich würde nur auf eure Antwort warten. Und außerdem geht es noch darum, ich habe ja den Intro Contest aufgestellt und ich bin durcheinander gekommen. Ihr habt mir zwar eure ganzen Intros geschickt und manche waren auch wirklich gut, allerdings habe ich die ganzen Namen nicht bekommen. Bei manchen habe ich die E-Mail-Adresse, bei manchen habe ich keinen YouTube-Namen und bei manchen den echten Namen und ich glaube nicht, dass ich den online stellen soll. Deswegen würde es mal ganz toll sein, wenn ihr alle zu eurem Intro nochmal den Namen sagt, damit ich euch ordentlich verlinken kann. Das war es jetzt aber dazu. Gucken wir uns die neue Loot-Chest an. Hier sehen wir wieder das alte Design. Es rappelt schon in der Kiste und schon können wir es auch machen. Ist das ein Wortwitz gewesen? Weiß nicht. Ist das ein Wortwitz? Ah, scheiß drauf, was habe ich zu verlieren? 10 Cent in die Flachwitzkasse. So, dann jetzt hier aufmachen. Und, oh, da haben wir schon was drin. Fangen wir mal mit diesem Heftchen an. Das hier, ein Pac-Man und mehrere Dragon Balls hat. Was natürlich ein tolles Design ist, mal ein bisschen was anderes. Und das werden wir uns zum Ende nochmal angucken, weil da drin steht, was für unsere Gewinne sind und wir wollen es ja halbwegs überraschen lassen. Da ich gerne Tee trinke, freue ich mich darüber, dass hier, nee, es ist keine Tasse, dass hier eine Spardose drin ist. Ha! Eine Spardose und ich dachte, es wäre eine Tasse oder sowas. War auf jeden Fall so eingepackt. Eine Star Wars Tasse mit Kylo Ren drauf. Ich habe zwar den Film noch nicht gesehen, aber ich kenne den Namen. Und da können wir es gleich mal aufmachen. Aber es ist ein schön designter Karton, das könnt ihr nochmal ansehen. Wunderbar gemacht. Schön stimmig. Dann jetzt also hier rausnehmen. Das war's. Und dann haben wir hier mit... Ja, spiegelt ein bisschen. Dann haben wir hier also die ganzen Charaktere und Schauplätze von der neuen Episode 7 drauf. Ich muss es unbedingt mal sehen. Ich komme einfach nicht dazu. Naja. Das kann man es hier oben aufmachen? Nee. Man kann hier nur reinwerfen. Und vielleicht wird das auch die neue Spardose. Batman hat vielleicht keinen Bock mehr auf den Job. Aber auf jeden Fall eine klasse Sache. Stelle ich mal hier hin. Schon mal richtig geil. Und dann haben wir hier noch Socken. Ha, Socken kann man nie genug haben. Kennt ihr das, wenn man zu Weihnachten einfach Socken bekommt? Das war früher als Kind so bitter. Und jetzt freut man sich langsam darüber, weil Socken sind irgendwie cool. Ich mag Socken. So, das sind dann Pac-Man-Socken. Hier haben wir sie drauf. Ich weiß zwar leider nicht, wie die ganzen Geister heißen. Ich glaube, der rote ist Pinky. Auf jeden Fall haben wir einen roten Geist, einen blauen Geist und einen orangen Geist. Und Pac-Man höchstpersönlich. Und da steht hier unten noch Pac-Man. Einfach nur Pac-Man und noch ein Firmenname. So, haben wir die beiden. Schön lange Socken. Ich bin keine wirklich modische Person. Ich trage zu Sandalen Socken, grundsätzlich. Warum auch immer. Dann haben, was haben wir hier? Wir haben hier was von Batman. Das ist eine, oh, eine Schürze. Passt natürlich zu meiner Mode. Das trage ich dann täglich in der Schule. Ist vielleicht auch so ein gutes Batcape. Einfach so umdrehen, dann hat man ein Batcape. Ist auch geil. Auf jeden Fall haben wir eine Schürze mit Batman Design. Und wie kriege ich das jetzt auf? Ah, hier oben einfach ziehen. Dann ist es hier schön reingestopft. So, haben wir praktisch eine Rohrpost. Mann. Das kann dann auch wieder weg. Und dann rollen wir es mal aus. Wozu brauche ich einen roten Teppich? Ich habe eine Batman-Schürze. Dann sehen wir es hier. Muss ich vielleicht wegpacken. So. Einfach nur schwarz mit dem Batman-Symbol drauf. Wenn man mal also keinen Batstrahler hat, einfach mal in die Luft werfen, so als Fahne. Kann man sich dann einfach hier so umhängen, umbinden. Und so mache ich jetzt einfach mal weiter. Ein XXL-Lätzchen. Okay. Ja, sagt ihr und bekam dann mit, dass das Mikro verdeckt wird. Das ist natürlich wieder genial von mir. Du bleibst da, du rührst dich nicht. Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Ich mag Süßigkeiten. Das ist dann Nerds. Das ist ja mies. Werde ich gleich jetzt Nerd bezeichnet. Das ist Seriously Strawberry. Also ernsthafte Erdbeere. Dann mal hier aufmachen. Was ist das? Könnten das Brausetabletten sein oder sowas? Nee, das sind kleine Beeren, Pillen. Hm. Mal probieren. Die kann man aufbeißen. Schmecken so halbwegs sauer und sehr nach Erdbeere. Hier ist noch ein größeres Teil. Das sind zwei zusammengepackt. Vielleicht sieht man das noch ein bisschen besser. Hier so. Die schmecken eigentlich ganz gut. Kann man sich dran gewöhnen. Also hier einfach ein paar reinschaufeln. Hm, hat was. Aber was ist da noch so? Ja, sehr viel steht da nicht drauf.
Dann haben wir hier noch was von Dragon Ball Z. Hier haben wir einen Öffner. Den packen wir mal schnell aus. Ja, nehme ich Messer. Also auf der auf dem Heftchen wart auf jeden Fall drauf Pac-Man und Dragon Ball. Haben wir jetzt beides erledigt. Ich bin tatsächlich ein Fan von Dragon Ball. Ich habe alle Mangas. Okay, das kann dann auch schon wieder weg. Ist halt nur noch diese Karte, keine Ahnung. Vielleicht sammelt man das, das Sammelkarten. Hier sehen wir jetzt mal den Dragon Ball. Das ist der ganz berühmte Dragon Ball, der mit 4 Sternen. Also, das ist nicht ein Ein-Stern-Restaurant, das ist ein 4-Stern-Dragon Ball. Ich habe das Gefühl, ich übertreibe es mit diesen Wortwitzen, aber okay. Damit können wir dann hier mit dieser soliden Metallkonstruktion ganz einfach unsere Flaschen öffnen. Keine Ahnung, trinkt man Dragon Ball Bier? Auf jeden Fall schön gemacht. Hier ist nochmal Dragon Ball Z draufgeklebt. Und dann packen wir es auch gleich wieder weg. Was haben wir noch? Oh, hier haben wir einen. Und auf dem haben wir dann drauf, Accidents hurt, safety first. Also Unfälle tun weh, Sicherheit geht vor. Ist hier schön reingestanzt, auch schön designt. Kann ich mir irgendwo hinhängen, denn ich hatte mein erstes Messer, 5 Minuten und schon hatte ich eine Schnittwunde. Aus dem Raki, das könntest du gebrauchen. Der nimmt nämlich fast einen eigenen Verbandskasten für sich selbst ein. Ist hier schön nochmal ein paar Beispielen gekennzeichnet. Kann ich sogar noch auf der anderen Seite lesen, denn ist ja durchgestanzt. Also schön gemacht. Kann ich mir auf jeden Fall ranhängen. Hat hier an diesen Seiten noch extra Löcher, sodass ich es aufhängen oder rannageln könnte an die Wand. Und stelle ich mir dann schön hin. Wenn ich dann irgendwann einen Bürojob habe, werde ich es mir auch hinhängen. Und zu guter Letzt, jetzt ist es leer, zu guter Letzt haben wir dann noch ein Harlequin Special Loot Chest Varianten Comic. Können wir jetzt nochmal ansehen. Schön designt. Auf der Rückseite sehen wir noch ein paar andere Variationen. Und für mich, der den Film Suicide Squad gesehen hat, natürlich eine tolle Sache. Gucken wir ganz kurz rein. Das ist ein Solo für Harley. Dann, ja. Ich bin jetzt leider kein Comicbuch-Leser. Allerdings finde ich sowas auch immer wieder schön, wenn man so ein paar Leseproben bekommt. Und ich lese die auch sehr gerne. Es macht auf jeden Fall Spaß. Schön farblich. Ich kann mir auch nur die Bilder angucken, wenn ich keinen Bock habe zu lesen. Und ich bin auch selbst ein Fan von diesen, von Suicide Squad selbst, weil es einfach Bösewichte sind. Und Bösewichte sind Antihelden und irgendwie cooler. Außerdem sehen wir hier nochmal Batman, den Joker und Harlequin an einem Tisch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals erleben würde. Aber das wäre es dann auch schon damit. Auf jeden Fall sehr geil. Und da gucken wir uns nochmal das Heft an. Was steht denn da drin? Nebenbei nochmal. Ja. Die schmecken tatsächlich sehr gut. Brause drin. Also, hier steht dann drin, was wir hier so alles haben und wie viel es gekostet hat. Die Batman-Kochschürze, die hier unten vor sich hin liegt, die hat tatsächlich 17,99 € gekostet. Also so ein guter Koch ist Batman jetzt auch nicht. Dann haben wir den Flaschenöffner von Dragon Ball Z. Der hat dann fast 9 € gekostet. Der Harlequin-Comic, den gab es für 4 €. Da sieht man schon mal, Leuten ist das Bier wichtiger als Literatur. Erschreckend. Dann die Spardose, die gibt es für 9 €, genauso. Und die Wonka Mini Nerds Dinger hier, diese Dinger, die gibt es in Zitrone anscheinend. Ja, in Zitrone und Erdbeere. Und die gibt es dann gratis. Weil es wahrscheinlich nur diesen großen Boxen gibt und so eine kleine haben sie dann gar nicht erst mit berechnet. Dann gibt es die Pac-Man Socken für 7 €. Also ist jetzt alles gerundet, ne? Und das Blechschild, das gibt es für 12,95 €. Hier ist es dann nochmal. Ich mag es einfach. Egal ob offene Laserstrahlen, herumstehende Giftmüllfässer oder Löcher in Boden und Wänden, befestige das Schild da, wo du und andere gefährdet werden können. Denn Sicherheit geht vor. Ja, ignoriere ich ständig, aber ich finde es trotzdem lustig, so ein Ding zu kriegen. Was haben wir da noch drin? Wir haben hier noch... Schade. Ich dachte tatsächlich, dass hier noch ein gratis Minecraft-Server drin war, aber diesmal nicht. Deswegen zeige ich es nochmal ganz kurz durch. Hier. Die Seite. Die Seite. Die Seite. Einfach nur, damit ihr es auch mal von innen gesehen habt. Denn normalerweise kann ich euch das nicht zeigen, weil ihr mir sonst die Codes klaut. Aber heute ist es extra für uns so gemacht, dass da keine Codes drin sind. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Loot Chest. Was ich jetzt bisher am besten fand, war, glaube ich, ja, war, glaube ich, das hier und der Comic. Mit dem kann ich am meisten anfangen. Finde ich sehr geil gemacht. Freue mich immer über Leseproben. Und ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Und da könnt ihr auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, macht's wie ich, euer Magic Bieber und beißt euch durch.
Ciao.